Ich bin immer noch hier, in den wilden Landen. Versteckt. In meiner kleinen Hütte, denn da draußen treiben sich ungeheure Monster rum und ich muss einfach noch abwarten, bis der Morgen richtig hereinbricht. Denn wenn da jetzt diese Monsterwölfe mich erwischen, die machen mich kurz und klein. Da habe selbst ich als erfahrener Barbar keine Chance. Ich frage mich, ob ich hier diese Strohbündel vielleicht in Brand stecken kann. Sind vermutlich zu nass. Oder das Haus hier. Hier liegt eine Sehne, sehr gut. Ein Stein. Ist hier in dieser Hütte irgendwas? Verrottetes Fleisch. Sehr lecker. Ich weiß nicht, ob diese Kreatur hier noch irgendwo rumläuft. Deswegen muss ich ein wenig... Oh shit. Da ist er! Ich muss mal runter. Boah. Boah, Junge. Der macht mich echt fertig. Puh. Wo sind denn jetzt diese... Ach, ich hab sie gleich angezogen. Die Armguards. Vielleicht kann ich die Zeit nutzen und irgendwas herstellen. Bogen wäre gut, aber für den Bogen habe ich noch nicht genug Material. Ich brauche auf jeden Fall mehr Erz und auch mehr Sehnen. Könnte ich mir wenigstens ein bisschen Kleidung anlegen. Das ist alles beim Alten. Vielleicht nicht so schlau, wenn ich mir hier meine eigene Hütte einschlage. Naja, außerdem ist es noch viel zu kalt draußen. Ich muss jetzt ein wenig aufwärmen hier. Und vielleicht was essen. Noch eine so eine spezielle Bandage. Keine Ahnung, was ich mit dem verrotteten Fleisch soll. Bleh. Junge, was für eine Bestie. Aber traut sie nicht ans Lagerfeuer ran. Hier immer wie so ein Blöder um das Haus rum. Los, ein paar ordentliche Hiebe mit dem Knochenbrecher sollten ihn noch fertig machen.
tödliche Bisse. Noch so ein Treffer und ich bin geliefert. Verdammt, ist das Vieh stark. Diesmal hat er mich nicht erwischt. Was für ein elender Dämon. Ich muss dringend neuen Frostfarn finden, um mir neue von diesen Binden herzustellen. Der hält mich hier förmlich gefangen. Blute schon wieder, verdammt. Ich habe nur noch eine normale Binde. Oh. Wenigstens ein bisschen erhole ich mich und heile. Da draußen auch noch dieser Drache. Ah, das ist echt nicht lustig, Leute. Verschwinde endlich, du elende Bestie. Einfach nur jagen, wenn ich rauskomme. Was ist das? Wenn ich mir wenigstens ein vernünftiges Schwert machen könnte. Ich komme jetzt noch nicht mal dazu, Holz zu holen. Ah, ich blute wieder und jetzt habe ich keine Bandagen mehr. Verdammt. Oh. Ich kann versuchen, durch das Essen ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber mit diesem Biest da draußen... scheint einfach unsterblich zu sein ohne magische Waffe. Jetzt! Ich hab ihn! Jetzt muss ich so schnell wie möglich Stoff finden. Oder hier diese Baumwolle. Oder ich krepiere hier elendig. So eine fiese Gegend. Da muss doch irgendwo noch Baumwolle zu finden sein. Oder wächst sie nur unten am Strand? Ah, von der ganzen Kälte mal ganz abgesehen.
Ist nicht ja noch irgendwelche Wölfe. Ist das hier welche? Was? Hä? Ich bin wieder am Strand? Und da hinten liegt... meine Leiche? Was? Oh, was für eine verfluchte Gegend ist denn das hier? Anscheinend bin ich in einer Art... naja, fast wie in den Niederhöllen. Anscheinend in dieser Dimension gefangen. Ich sterbe und kann doch nicht sterben. Was für eine verteufelte Hexerei ist das denn? Andererseits ist es nicht anders als in der Minecraft-Heimat im Dreiebenland auch. Noch ein Hammer, sehr gut. Dann habe ich wenigstens eine kleine Waffe in der Hand jetzt. So. Das kann ich alles gut gebrauchen. Jetzt muss ich Stoff finden oder Baumwolle, damit ich mir Verbände machen kann. Denn die nächste Begegnung dieser Art. Ich bin echt geliefert. Also, es ist wie zu Hause im Dreielbenland, dass man wieder entstehen kann. Aber alles ist viel grausamer. Die Verletzungen hier tun wirklich weh. Und hier blutet man. Ohne Axt kriege ich das nicht. Okay, muss ich erstmal meine Sachen wiederfinden, die da vorne anscheinend noch liegen irgendwo. Oh, es ist so saukalt. Ich bin echt am Erfrieren. Ich bring dich um! Ich zerschlage dich! Ich hau dich zu Brei! Oh nein! Nicht schon wieder! Was für eine Hölle ist das denn hier? Wie verrückt ist das denn? Wie viele Tode sterbe ich hier? Bei dem, was ich da hinten finde, ist dieser Wolf. Oder was auch immer das ist. Diese Kreatur bewacht anscheinend jetzt meine Überreste. Okay. Ganz vorsichtig, ganz langsam. Oh, ich muss so dringend mir... irgendwie eine Rüstung herstellen, dass ich hier durchhalte und vielleicht ein vernünftiges Schwert. Das muss doch möglich sein. In dieser Finsternis. Wenn ich mich irgendwie da vorsichtig anschleiche. Vielleicht findet er mich dann nicht.
jeden Fall ist das hier eine sehr barbarische Welt. Von dem her sollte es mir ja eigentlich gefallen, aber wenn man von so überlegenen Kreaturen heimgesucht wird. Dann kann man nichts Schönes finden. Ich habe noch einen Steinhammer gefunden. Anscheinend gab es hier schon öfter Leute, die es versucht haben. Ja, wie man hier sieht. Und offensichtlich wird nicht jeder immer wieder auferstehen. Vielleicht gibt es auch eine begrenzte Anzahl an Kraft, die Spawn aufbringen kann, um einen hier wieder herzubringen. Vielleicht bin ich auch gestorben und bin hier in der Barbarenhölle gelandet. Wundern würde mich das nicht. Oh, Gott sei Dank, ich habe meine Taschen wieder. Mal wieder alles mitnehmen, was ich dabei hatte. Das ist mein eigener Schädel. Oh Gott. Wie brutal. Aber wo ist mein Knochen? Skull. Ja, da ist mein Schädelzertrümmerer. Alles, was recht ist, aber den habe ich gleich auf der Hand. Noch ein Shuttle. Naja, der Steinhammer ist eindeutig besser als der alte hier. Ungeheuerlich. Diese Wolfskreatur scheint weg zu sein. Dann nutze ich die Zeit. Sammeln wir noch ein bisschen Erz ein. Bernstein. Das kann ich schon nicht mehr mitnehmen. Dringend ein paar Schuhe. Und hier muss ich später wieder herkommen. Hier ist noch ein bisschen Wolle. Über allem hohnlachend dieser Drachen auf dem Turm da hinten. Dort. Ich glaube, allzu freundlich wird er nicht sein. Okay, mir wird ganz schön kalt. Ich kehre erstmal wieder zurück in die Hütte. Alles voller neuer Knochenmänner. Auf deinen Schädel, ich zertrümmer ihn dir. Schritte, irgendwas marschiert da hinten immer noch lang.
Ja, das Klirren von Rüstungen. Oder war das der Hirsch? Das kann der Hirsch gewesen sein. Verdammt, was lege ich ab? Weil das reicht es noch nicht. Stark gesehen. Wenn ich überschüssige Dinge hier in meine Hütte runterschmeiße. Bleiben sie mir hoffentlich erhalten. Hier liegen. Liegen die Skelette hier noch? Ja, die gibst du mal schön alle her. Staub. Ich komme gleich wieder. So. Ein Spawnpunkt gesetzt. Hervorragend. Kehre ich zumindest hierher wieder zurück. Starke Fackel könnte ich machen. Na, ich sammle erstmal mein Zeug, was da hinten rumliegt, auf und dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie... Keine Ahnung, wofür man das brauchen kann. Ja, ich brauche mehr Ausrüstung, also mehr Gegenstände. Nüsschen. Nüsschen sind gut. Habe ich noch Platz, um was zu jagen? Spärlich, aber ja.
verrotteter Pelz ist das. Ach, und auch das ganze verrottete Fleisch, das muss mir doch hier nicht meine Taschen voll machen. Okay, wenn mir was passiert, dann tauche ich wenigstens dort wieder auf. Nicht wieder am Strand. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade so meine Möglichkeiten, am Leben zu bleiben, verlängert. Das ist immer noch furchtbar kalt. Oh, noch so ein Knochenmann. Sag mal, was ist denn das hier für eine verfluchte Gegend? Ich zerschmetter dir deinen Schädel, du. Komm her. Ja. Nimm das. Ich höre sie doch. Noch einer. Die ganzen Untoten der Gegend sind auferstanden. Mir aber mit dir. Ah. Elendes Mistvieh. Ah, die können wir doch aufeinander packen. Dann sollte ich das auch tun. Das war mein letztes Fleisch. Jetzt muss ich endlich wieder jagen. So. Ich würde sagen, das lasse ich mal alles hier liegen. Es wird wieder wärmer, Gott sei Dank. Ja. Abenteuer mit Köpfchen, was? Ordentlich Erz rausgeprügelt aus dem Ding.
habe ich, dass ich irgendwo einen Hirsch sehe. Nein, stattdessen noch ein wandelndes Skelett. Na, komm her, Freundchen. Mitten auf den Shuttle. Kopf gehört mir. Da hinten. Ein richtig großer Hirsch. Oder ein Reh. Ohne Bogen zu jagen, ist es wirklich verflucht schwer. Aber ich komme. Was für ein hässliches Vieh war das? Ein einfacher Wolf. So, zur Sicherheit einfach mal ein paar Verbände machen. Das Reh ist natürlich weg jetzt. Was ist das da hinten? Wieder ein Skelett? Mich ob aus denen, die gestorben sind, dann sowas wird. Verrottetes Fleisch. Besser als nichts wahrscheinlich. So. Muss ein bisschen Heilung finden. Rache. Ich bin mir sicher, dass er alles sieht und hört hier. Und auch längst weiß, dass ich auf seiner Insel bin. Und trotzdem lässt er sich... Spielt er wahrscheinlich mit mir, indem er erstmal seine Kreaturen auf mich schickt. Das passiert mir nicht mehr, dass ich hier ohne Verbände dastehe. Bleib stehen! Muss dranbleiben. Ich brauche dich, um zu überleben. Es tut mir leid.
Leder, sehr gut. Ah, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Stiefel wären nicht schlecht, ja. Muss wenigstens eines noch erwischen. Na, habe ich ihm wohl die Beute streitig gemacht. Ich muss mir erstmal schnell verbinden hier. Das einer. Ich glaube, das da ist sozusagen meiner. Sehr gut. Sie schon an den Schuhen? Nein, an den Füßen. Ah, endlich Stiefel. Gott sei Dank. Jetzt wird es etwas wärmer werden. Ich versuche auch noch das andere Reh zu erwischen. Dann muss ich zurück mir was zu essen machen und hoffen, dass ich so langsam aber sicher mir Dinge bauen und schmieden kann. Wo ist der andere? Er war ja doch irgendwo. Wieder der nächste Wolf, verdammt! Jetzt sind sie ja noch zu zweit, verdammt! Das wird eng. Oh. Das hier sind wahrlich die wilden Lande. Er hat eine starke Sehne dabei gehabt. Sehr gut.
Das dann wird mir zu kalt. Dort ist es. Ich versuch's noch. Wenn er mir nicht wegläuft. Ist alles voller Rehe jetzt. Das ist ja wunderbar, aber... Ich muss mich aufwärmen. Habe ich noch Essbares dabei? Nein. Ich hoffe, jetzt finde ich mein kleines Dorf wieder. Dort, oh, Gott sei Dank. Solange da jetzt nicht auch wieder alles voller Knochenmänner ist, sollte ich doch einigermaßen zurechtkommen jetzt. Hier lag noch eine Steinaxt, okay. Das kann ich kurz wegpacken. Essen. Daraus kann ich auch Sehnen herstellen. Oh, das ist gut. Jetzt fehlt mir nur noch Holz dafür. Um diese blöde Kiste endlich zu bauen. Habe ich noch genug Platz, um weiteres Holz aufzunehmen? 4 Stück brauche ich, ja. Und so ein bisschen Holz zu besorgen, wird ja wohl nicht das Schwierigste sein. Also. Die würde ich jetzt hier gerne irgendwo hin tun. Kann ich die hier reintun? Ich die nicht platzieren. Na gut, das habe ich jetzt natürlich alles nicht mehr, aber was brauche ich denn hierfür? Noch Kohle und mehr Starkseiden. Kohle und starke Sehnen. Das ist alles weiterhin so, man muss jagen, jagen, jagen.
Feuer kann ich mich nur zumindest erstmal aufwärmen. Habe ich sie hier hingestellt. Hier mitten rein. Okay. Na auch gut. Dann kann ich jetzt hier erstmal alles, was ich nicht unmittelbar mit mir tragen muss, reinpacken. Draußen höre ich schon wieder ein Skelett rumwandern. So, das ganze Erz, die Flints. Alle Gammelfleisch. Noch ein Mehl, noch ein Schädel. So. Sieht doch jetzt halbwegs erstmal nach Ausrüstung aus. Ich habe hier alles mit der Truhe gesichert. Na gut. Dann wird das nächste Ziel sein, weitere Materialien heranzuschaffen, um hier länger zu überleben, bis ich einen Plan entwickeln kann, wie ich von dieser Insel endlich wegkomme. Yeah!